Ja, kommen wir nun zum Layouten. Vorausgesetzt, wir haben bereits ein Layout erstellt, wie es hier in der Vorlage der Fall ist, können wir in diesem Layout dann die Planzusammenstellung vornehmen. Der erste Schritt sollte dann sein, dass man mal einen Rahmen und ein Schriftfeld einfügt. Das sollte immer am Anfang stehen, wenn man dann auch sieht, welcher Platz dann eigentlich zur Verfügung steht. Interessant ist bei diesem Layout, deswegen habe ich hier diese Hilfslinien eingefügt, ist, dass das eigentlich größer ist, als ich später drucken will. Das können wir auch mal schnell überprüfen. Ich gehe auf die Registerkarte Layout, dann auf Seiteneinrichtung. Dann sehe ich hier das Layout, kann dann hier auf Ändern gehen und sehe, ich habe hier ISO A2 eingestellt, möchte allerdings dann das Ganze in A3 haben. Das mache ich deshalb, um meinetwegen den Rand abschneiden zu können. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt bei Ihnen noch der Fall ist, aber oftmals ist es so, dass wenn Sie die AutoCAD-Schulversion haben, dass dann ringsum so im Rand erscheint mit AutoCAD-Schulversion erstellt. Und für den Fall, dass Sie das nicht wollen, dann können Sie einfach auf ein größeres Format plotten und dann diesen Rahmen einfach abschneiden. Das können Sie im Acrobat machen oder auch dann, wenn Sie auf dem richtigen Drucker plotten, einfach an dem Schneidbrett. Deswegen habe ich mir ein größeres Format gewählt und werde allerdings in diesem Format das Ganze dann im A3 drucken und den Rest wird dann abgeschnitten. Muss man nicht machen, man kann natürlich auch dann direkt das Format wählen, was man haben will. Vor allen Dingen in der Praxis können Sie das dann tun, wenn das Problem mit dieser Schulversion oder mit diesem Aufdruck dann nicht mehr erscheint. Okay, fügen wir jetzt hier den Rahmen ein. Bevor wir das machen, sollten wir noch den entsprechenden Layer auswählen. Ich gehe also auf Start, schaue mir jetzt hier den Layer an, dann sehe ich, ich habe hier einen Filter aktiviert. Das erkenne ich, dass hier alle Layer mit SN anfangen. Das dürften irgendwelche, ja, Schnittlayer sein. Ich gehe also in den Layer Manager. Den finde ich hier und schalte mal den Filter um auf Layout. Verlasse den Layer Manager und wähle jetzt den Layer für meinen Rahmen aus. Das ist LA Rahmen. Gehe dann auf Einfügen und der Block für diesen Rahmen ist bereits in dieser Zeichnung enthalten. Das heißt, ich kann hier den einfachen Weg gehen, den ich einfach hier auf die Registerkarte einfügen, einfügen Block gehe. Und könnte jetzt hier direkt diesen Block anwählen und einfügen. Ich gehe mal jetzt hier die Quick and Dirty Variante, klicke einfach hier an. Jetzt sehe ich schon in der Vorschau, dass es hier Probleme gibt mit dem Faktor. Offensichtlich müsste dieser Rahmen noch skaliert werden. Das kann ich hier gleich mal machen, indem ich hier auf Faktor. Sie sehen ja, der Block ist ja ganz klein dargestellt. Ich zoome mal ein bisschen ran, damit Sie das vielleicht besser sehen. Und gehe also hier auf die Befehlszeile und gehe auf Faktor und gebe ein 10. Das liegt daran, dass der in Millimeter erstellt wurde und ich habe hier Zentimeter zugrunde liegen und deswegen muss ich das Ganze noch ein bisschen skalieren und die Umrechnung ist 10. Gehe auf OK. Jetzt sehe ich hier in der Vorschau, das sieht schon besser aus. Der Absetzpunkt ist hier dieser Schnittpunkt, den sollte ich mir allerdings jetzt noch aktivieren in den Objektfang. Also gehe ich hier auf Objektfang und sehe hier Schnittpunkt ist okay, Hilfslinie mache ich aus, Zentrum mache ich auch aus und mache den Objektfang an. Und setze jetzt hier meinen Block entsprechend ab. Ja, man sieht, das passt eigentlich ganz gut. Allerdings sieht man, glaube ich, auch, dass es sich hier um einen A4-Rahmen handelt. Wenn man diesen Block allerdings anklickt, was ich hier mal tun werde, dann erkennen Sie, dass hier Griffe sichtbar werden. Es handelt sich folglich um einen dynamischen Block. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Länge ändern oder wenn ich hier unten draufklicke, kann ich ja auch aus vorgewählten Formaten ein anderes Format wählen. Das mache ich gleich und er passt mir dann das Format entsprechend an. Wie gesagt, das geht natürlich nur bei dynamischen Blöcken. Hätten Sie jetzt statische Blöcke, dann wären diese Griffe nicht verfügbar. Dann müssten Sie den Block im Editor vergrößern oder Sie müssten gleich den richtigen passenden Rahmen einfügen oder ihn sprengen und dann entsprechend anpassen. Okay, aber Sie sehen, die einfachste Variante ist hier mit dynamischen Blöcken zu arbeiten. Okay, kommen wir zum Schriftfeld. Hier wähle ich mal die etwas komplexere Variante. Also ich wähle zunächst erstmal den Layer für das Schriftfeld aus. Das ist dieser. Gehe jetzt auf Einfügen. Jetzt gehe ich hier direkt auf das Dialogfeld einfügen. Hier unten. Und wähle hier das Schriftfeld aus. Sie sehen, der letztgewählte Block erscheint hier noch. Sie kennen an diesen gelben Symbol erkennen Sie, dass sich um einen dynamischen Block handelt. Ich nehme mal zum Vergleich diesen, oder das ist auch dynamisch, haben wir mal irgendeinen statischen. Ja, die sind alle dynamisch, ist gerade ungünstig. Gut, okay. Dann ja, nehmen wir jetzt das Schriftfeld
Und auch das ist dynamisch. Sieht man auch hier am Symbol. Ich sehe hier, es ist gezeichnet worden in der Einheit Millimeter, also gebe ich ja schon mal den Faktor ein. Einheitlich und mit 10, das weiß ich ja schon vom Blattrand, da war ja auch in Millimeter gezeichnet. Schauen wir da nochmal kurz rein, sehen Sie hier. Und da musste auch 10 eingegeben werden, also Schriftfeld wäre auch bei 10. Den Einfügepunkt, den möchte ich am Bildschirm bestimmen. Die Skalierung habe ich hier schon entsprechend eingegeben. Drehung bleibt bei 0 und die Einheit haben wir hier entsprechend korrigiert. Ich gehe auf OK und setze das dann hier auf diesen Punkt ab. Und jetzt wird es interessant beim Schriftfeld. Er fragt mich nämlich hier gewisse Attribute ab. Nämlich diese Attribute, das zeige ich mal in unserer Lösung, nehme ich hier unten, was in dem Schriftfeld erscheinen soll. Das ist in dem AutoCAD gewisse Textattribute, zum Beispiel, was ist das für ein Fachbereich, was ist für ein Dozent, was ist für ein Fach, welches ist der Projektname, etc. etc. Und das können Sie jetzt hier direkt eingeben. Interessant ist, dass er schon eine entsprechende Auswahl getroffen hat. Und Sie sehen dieses graue Hinterlegung, das heißt, das sind Feldfunktionen oder Autotext, der ja irgendwo abgefragt wird. Nicht irgendwo, sondern aus den Metadaten kommt das. Und Sie könnten jetzt rein theoretisch das überschreiben. Damit verlieren Sie allerdings den Bezug zu den Metadaten. Besser ist, Sie ändern das nicht hier, sondern Sie ändern das in den Metadaten. Das zeige ich gleich im Anschluss. Es gibt allerdings, aber Sie können es, wenn Sie wollen, können Sie das hier ändern. Ja, ist allerdings nicht zu empfehlen. Wenn Sie es einmal geändert haben, dann ist dieser Link zu den Metadaten dauerhaft verschwunden. Den kriegen Sie dann nie wieder rein. Ja, das ist wichtig. Das heißt, entweder Sie ändern das hier und merken sich, okay, das ist dann dauerhaft, oder Sie übernehmen einfach die Vorlage und ändern das dann im Anschluss in den Metadaten selber an zentraler Stelle. Ich gehe mal hier auf Weiter und jetzt sehen Sie hier zwei Attribute, die sind jetzt nicht zentral abgelegt in den Metadaten, nämlich hier der Plannummer. Da gebe ich einfach mal ein P1 ein für Lastenplan und hier den Maßstab 1 zu 100. Ja, ich gebe einfach mal P1 ein, den Maßstab lasse ich bei 1 zu 100, aber könnten Sie auch 1 zu 50 eingeben oder tun wir es einfach mal 1 zu 50 hier ändern, damit Sie sehen, ob man was ändern kann. Jetzt gehe ich auf OK und Sie sehen jetzt, er hat das entsprechend abgesetzt. Er hat jetzt hier diese Änderung übernommen, die wird jetzt ja eingetragen und Sie sehen auch hier immer noch, das ist grau hinterlegt, das heißt, das sind Feldfunktionen. Das hatte ich Ihnen gesagt, man kann das an zentraler Stelle ändern. Wo ist diese zentrale Stelle? Das hatte ich Ihnen ganz am Anfang mal gezeigt, dieses Kurses, wo ich Ihnen erklärt habe, wenn ich eine AutoCAD-Datei neu erstelle, welche Einstellungen gehe ich entsprechend durch. Unter anderem waren dort die Metadaten erwähnt. Ich zeige nochmal, wo Sie die finden. Sie gehen jetzt hier auf das Menü, dann auf Zeichnungsprogramme, dann auf Zeichnungseigenschaften und finden hier die sogenannten Datei-Metadaten. Unter anderem finden Sie auch benutzerspezifisch, das ist ja speziell an in unseren AutoCAD-Dateien hier an der FH der Fall. Hier kann man eigene Metadaten anlegen. Das haben wir ja auch gemacht und Sie sehen zum Beispiel hier die Metadaten, für die es an der FH relevant sind. Unter anderem nehmen wir hier den Dozenten, da schreibe ich mal einfach hier was anderes rein, nämlich Donald Duck, um das mal zu zeigen, dass man das hier ändern kann, zentral. Und gehe auf OK. Und wenn ich jetzt hier die mir das Schriftfeld anschaue, dann sehen Sie, hat sich eigentlich gar nicht geändert. Um diese Änderung zu sehen, müssen Sie entweder auf Planvoransicht gehen oder einfach Regen All angeben. Regen All heißt alles neu regenerieren, das heißt die Zeichnung neu berechnen. Ich gehe einfach mal hier auf die Plotvoransicht. Das ist passiert dasselbe. Also die finden Sie hier. Wenn Sie hier nicht zu sehen ist, dann gehen Sie einfach hier auf den Pfeil und tun das in der Zugriffswerkzeugleiste einfach aktivieren. Ansonsten finden Sie diese Plotvoransicht auch etwas umständlicher hier unter Drucken für Plotvoransicht. Da man es häufig braucht, gerade wenn man im Layouten ist, dann habe ich das hier oben einfach eingefügt. Hier auf OK. Und wenn Sie jetzt hier ranzoomen, dann sehen Sie hier, wurde entsprechend aktualisiert. Das heißt, sobald Sie plotten, wird eh nochmal eine neue Regenerierung automatisch durchgeführt. Jetzt werden Sie sich fragen, ja, was bringt das, das Ganze in den Metadaten zu speichern? Das bringt mehrere Vorteile. Nehmen wir an, Sie haben jetzt mehrere Layouts. Ich werde das mal duplizieren. Also ich gehe jetzt hier auf, kann man das kopieren? Ich dachte, es ging. Neues Layout von Vorlage verschieben. Kopieren. Ich mache jetzt hier einfach eine Kopie davon, von dem Layout. Und das lösche ich dann wieder raus. Jetzt habe ich hier
dass meinetwegen mehrere Layouts mit demselben Schriftfeld. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, aha, ich möchte hier allerdings zentrale Metadaten ändern, zum Beispiel das Projekt. Oder haben wir hier irgendwas? Nehmen wir dann das Fach, das schreiben wir einfach mal in meinem CAD2. Gehen wir auf OK. Und wenn ich jetzt sage Regen All, das mache ich mal die andere Variante, also Regen All, dann haben wir hier CAD2 und in dem anderen Schriftfeld haben wir auch CAD2. Das heißt, wenn Sie mit vielen Layouts arbeiten, ist es natürlich einfacher, das Ganze an zentraler Stelle zu verwalten, die ganzen Metadaten, und Sie werden dann in allen Layouts aktualisiert. Nichtsdestotrotz können Sie natürlich auch individuell auf das Schriftfeld zugreifen und die einzelnen Attribute bearbeiten. Dazu gehe ich jetzt hier nochmal rein, oder das heißt, ich klicke einfach das Schriftfeld an, gehe ich dann hier auf die Eigenschaften und dann sehen Sie hier die Eigenschaften dieser Blockreferenz und ganz hier unten finden Sie die Attribute und hier sehen Sie jetzt auch, können Sie jetzt auch zugreifen, aber aufpassen, sobald Sie eine Feldfunktion, sprich ein so ein graues Feld überschreiben, dann ist dieser Link nicht mehr vorhanden. Ich mache das hier einfach mal, ich nehme jetzt mal das hier raus und schreibe jetzt hier mit der CAD1 rein. Gehe auf OK. Sie sehen, es ist nicht mehr grau hinterlegt. Das heißt, das ist jetzt kein Autotext mehr. Wenn Sie jetzt auf die Idee kommen, hier bei Plan 1 ist es immer noch grau hinterlegt. Hier haben Sie jetzt diese Feldfunktion deaktiviert. Wenn ich jetzt das nochmal an zentraler Stelle ändere, gehe also auf Eigenschaften, dann schreibe ich hier mal rein BIM 1, gehe auf OK. Dann sehen Sie, das bleibt davon unberührt, während wenn ich hier auf Plan gehe, dann hat das entsprechend schon übernommen. Ja, so viel zu dem Arbeiten mit Blöcken im Bereich des Layouts. Und im nächsten Tutorial werde ich Ihnen zeigen, wie können Sie jetzt hier dieses Layout noch fertigstellen, indem Sie hier diese Ansichtsfenster erzeugen.